I like it, cut, G. Und ja, meine Freunde, bevor es mit dem Video losgeht, kennen Sie schon den Itemshop in Rocket League, meine Freunde. Der Creator Code, der hier eingetragen werden sollte, ist natürlich selbstredend, random, KHD. Tragen Sie es ein und ja, 14 Tage lang random KHD unterstützen für die Kicks. Vielen Dank an alle, die mich hier eintragen. Jetzt geht's los mit dem Video. Ja, und damit moin moin und servus, meine Buben und Stuten, ja, mit dieser wirklich sehr räudigen Eigenwerbung, ja. Der Creator Code, Random KHD. Ja, meine Freunde, er kann nicht nur in Fortnite hereingeschallert werden. Es gibt auch einige andere Spiele, die von Epic Games geleitet werden. Und ja, in dem Sinne auch natürlich ganz klar in diesem Support-Creator-Programm drin sind. Ja, logisch. Ja, ansonsten freut es sich natürlich an alle, also und auch wirklich danke auch an alle, die mich da alle 14 Tage eintragen. Also ich hatte letztens einen Screenshot gesehen von jemandem, der da wirklich ehrenhafterweise den Tag eingetragen hat. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch hier in Rocket League? Jetzt wo es Free-to-Play ist, kauft ihr da irgendwas im Shop oder ignoriert ihr den Shop eigentlich so gut es geht? Wie ist das von eurer Seite aus? Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen mit gemacht? Haben sie schon damals, oder was heißt damals, aber haben sie schon einmal darüber nachgedacht, etwas dort zu kaufen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich nicht. Daher würde mich interessieren, was da eure Ansicht ist. Ob ihr schon mal dort was gekauft habt, dies, das, oder es vielleicht sogar vorhabt. Ich meine, jetzt verdient ja, Psyonix das Geld ja nicht mehr damit, dass ich ein Spiel verkaufe. Sondern durch das Free-to-Play ist das ja weggefallen. Und man muss ja dann irgendwie so ein bisschen anders an die ehrigen Kohlen kommen. An das Geld. Ja. Ich sag mal so, wenn ich es aktiver spielen würde, würde ich bestimmt auch was kaufen. Oder schon was längst gekauft haben. Ist ja auch interessant, ne? Mal zu erfahren. Ja. Wie Rocket League denn angekommen wäre, wenn es von Anfang an schon diese Free-to-Play-Taktik gefahren hätte und das Spiel nicht verkauft hätte. Weil man muss ja sagen, ne, du hast dafür 20 Euro, glaube ich, war das damals, ein Spiel gekauft. Und ja, es hatte halt seine Modi und so. Und zwar jetzt auch nicht so, dass es niemand gespielt hat. Aber ich glaube, das hat sich halt so ein bisschen mit der Zeit verändert. Ne, wo halt diese Kurve wahrscheinlich abgefallen ist und sehr wenige Rocket League gekauft haben. Ja. Naja, meine Freunde. Was ich auch noch sagen wollte. Ich hatte, glaube ich, schon mal in diversen Rocket League Streams. Jetzt nicht aus der Vergangenheit, aber halt aus jetzt noch 2020, wo ich Rocket League wieder habe angefangen zu spielen. Mein Deutsch ist heute übelst am Cringen. Es tut mir wirklich leid. Ich komme nicht klar. Aber dafür kann ich gut Tore schießen in Rocket League, meine Freunde. Ja, irgendwas muss ja leiden. Und dann ist es heute wieder mein almanisches Deutsch. Aber ja, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ich habe, glaube ich, noch nie so richtig in den Itemshop reingehalten und habe gezeigt, ja, Random KHD. Daher ja, meine Freunde, Random KHD, Random KHD, Random KHD, Creator Code, Creator Code, Random KHD, meine Freunde. Ja. Wir kommen. Würde ich mal sagen, zu einem etwas kleineren Thema. Ich habe mir das jetzt gerade mal spontan ausgedacht, weil ich mir dachte, komm, so on-topic durchziehen, weiß ich nicht, ob ich das machen will. So, deswegen denke ich mir, komm, ich will über was reden, was mich eh schon seit, ja, einigen Wochen beschäftigt, ja, und zwar... Brüder, dieses Jahr war ja Super Mario 35, oder? Ja, das war dieses Jahr. Heftig, oder? Der 35-jährige Geburtstag von Mario. Und ich will von Mario aus jetzt nicht so viel sagen. Ich will darauf nur auf eine Sache hinaus. Und zwar der Legend of Zelda Geburtstag. Also... Natürlich hat Zelda jedes Jahr Geburtstag, aber dieses Jahr zumindest ist Zelda 34 Jahre alt geworden.
Ja, und nächstes Jahr, ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will, auch gerade in Bezug mit Super Mario 35, wird die The Legend of Zelda Series 35 Jahre alt. Guten Morgen, Jungs. Ich habe darüber schon ein paar Mal vielleicht geredet, aber noch nie so, ich sag mal, gesondert, dass ich mal in einem extra Video zack dieses Thema anspreche. Deswegen will ich heute mal ein bisschen darüber sprechen. So, nach 5 Minuten, wo wir das Video mal gestartet haben. Ja, mein Gott, Jungs, ich rede über J und die Welt. Das weiß doch wohl jeder. Wir reden heute darüber. Und schauen, wie es wird. Mit The Legend of Zelda. Im nächsten Jahr können wir da auch so eine Collection erwarten, wie es bei Mario war. Ich sage euch ganz ehrlich, warum nicht? Warum eigentlich nicht, Mann? Gib uns doch so eine 3D... Ja, vielleicht nennt man sie dann sogar 3D Zelda Collection. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob an der Zelda Collection, ob da auch die gleichen Leute dran arbeiten würden, wie mit der Mario Collection. Wahrscheinlich nicht. Aber wie heftig wäre es denn, wenn wir da so... Das ist auch gerade nur Gedankenspiel, ne? Davon ist auch nichts bestätigt oder so. Ich rede hier über meine Wünsche für nächstes Jahr. Damit wir mal wieder etwas, ich sag mal, volleren Spielekatalog für Switch-Spiele haben in einem Jahr. Nicht für die gesamte Zeit, aber zumindest für ein Jahr. Und dieses Jahr war ja schon, huch, ne? Ein bisschen weniger auf der Switch los, möchte man sagen, ne? Also diese jeden Monat ein Spiel... First-Party-Spiel-Thematik seitens Nintendo, die gibt es ja nicht mehr. Also die gab es 2017 und dann war vorbei. Und seitdem sitzen wir hier und warten auf Spiele. Ist es nicht eigentlich so? Ja, deswegen sorry, wenn ich hier meine Wünsche habe. Aber ich würde es auf jeden Fall mehr als feiern, wenn da nächstes Jahr eine Collection uns erwarten würde, ja. Und zwar eine Collection wirklich im Sinne von lass es wirklich zu jedem einzelnen Genre eine eigene Collection sein. Ist mir komplett egal. Oder ihr packt alles in eins rein. Wirklich. Also, ob man da jetzt eine All-3D Zelda Collection macht, mit Spielen wie Ocarina of Time, Wind Waker HD, was man nochmal von der Switch dann sich geklaut hat, wo man sich dann dran bedient. Twilight Princess HD, sowas halt. Und Skyward Sword als einzelnes Spiel dann. Ja, damit Skyward Sword mehr gewürdigt wird. Ja, der Switch-Port und so. Ich meine, wir sehen ja auch bei Galaxy 2, bei Mario Galaxy 2, ja, dass das ja auch nicht einfach so in die Collection reinkommen konnte, wie es den Anschein hat. Also in dem Sinne, meine Freunde, müssen wir da mal achtsam sein. Ich bin mir eh sicher, Skyward Sword kommt als eigenes Spiel. Das kommt, wenn es Collections gibt, geben wird zu Zelda, kommt es in keine Collection. Safe. Safe nicht. Es wird in keine Collection kommen. Weil einfach dieses Steuerungssystem so unique ist, das musst du auf Joy-Cons umportieren und so. Und das, da musst du mehr Arbeit reinstecken, als jetzt in so ein Zelda Ocarina of Time. Ich switche wie bei Mario 64 einfach nur die Knöpfe in Switch-Buttons um. Also, da ist da ein bisschen mehr Arbeit geboten. Und bei, also das Ding ist, ich kategorisiere da, was diese Leichtigkeit von, ich sag mal, Portierungen angeht. Da schmeiße ich wirklich Ocarina of Time, Wind Waker HD und Twilight Princess HD in einen Topf. Und sage, yo, da müssen einfach nur Steuerungselemente wie Anzeigeknöpfe geändert werden, mehr ist da nicht. Ja. Also wirklich. Oder man macht es bei Twilight Princess dann so, okay, Bewegungssteuerung machen wir ähnlich wie bei Mario Galaxy, dass wir da auch dann noch irgendwie die Joy-Con-Steuerung mit einbringen. So könnte man es natürlich machen. Aber ansonsten, Wind Waker lief ja pur auf Controller. Also Ocarina of Time genauso. Und Twilight Princess im Endeffekt ja auch, wenn man die GameCube-Version betrachtet, ne? Wenn man die GameCube-Version als einzelne nimmt,
und nicht die Wii-Version. Und ich glaube ja, dass die HD-Portierung von Twilight Princess, klären Sie mich da in den Kommentaren auf, wenn ich falsch liegen sollte, aber ich bin mir sicher, die Twilight Princess-Version, also die Wii U-Version von Twilight Princess basiert auf die, basiert auf der Wii-Version. Ist das nicht so? Oder hat die auf der GameCube-Version basiert? Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so sicher, aber ich würde schätzen Wii. Ich würde schätzen Wii. Und wenn das so ist, müsste man halt schauen, ja, wie man da noch mit den Joy-Cons das Schwingen des Schwertes reinbringt. Es wäre jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, darauf will ich hinaus. Aber ob es halt möglich wäre, gucken wir. Das wäre doch mal eine nice Collection, oder nicht? So, und dann noch so eine Zelda 2D Collection. Ja, wobei, macht das denn Sinn? Würde das Sinn machen? Gibt es A Link to the Past und alle anderen 2D-Klassiker nicht schon irgendwo auf der Switch in dieser Classic-Section von wegen SNES, NES oder so? Da gibt es ja schon die Zeldas. Also, ob eine 2D-Collection jetzt Sinn machen würde, so spontan, eher nicht so. Ja? Und Jungs, Mädels, wir reden hier nicht nur über eine Collection oder so. Wir reden über das gesamte Jahr. Wir reden über das gesamte Jahr 2021, was da mit Zelda abgeht. Jungs, Zelda wird 35 nächstes Jahr. Das wird, wenn Corona vorbei, wenn Corona, Entschuldigung, Corona, wenn das vorbei ist, dann wird das heftig gefeiert. Da wird das noch heftiger zelebriert als, als Mario. Weil bei Mario war es ja wegen diesem Jahr und wegen Covid war es ja nicht möglich so. Das ging ja nicht. Daher, ja, werden wir nächstes Jahr meiner Einschätzung nach nicht nur Collections erwarten, sondern auch safe. Also ich hoffe es sehr. Skyward Sword HD, daran wird doch safe schon länger gearbeitet. Aonuma hat doch schon so oft Hints gegeben und so. Bruder, jetzt hör auf, uns hier auf die heiße Kohle zu setzen, Bruder. Es tut weh. Und natürlich am Ende des Jahres, nächstes Jahr, Breath of the Wild 2. Ja? Dieses Jahr nutzt man doch perfekt schon Hyrule Warriors, um uns auf Breath of the Wild 2 einzustimmen. Und nächstes Jahr, gegen Ende des Jahres, Weihnachtsgeschäft, bam, kommt das raus. Safe. Ja, also meine Hoffnung ist irgendwie, im ersten bis zum zweiten Quartal, also im ersten und zweiten Quartal ist meine Hoffnung, Skyward Sword HD, dann in der zweiten Hälfte 2021 ist meine Hoffnung, ganz klar die Collection und ja, Breath of the Wild 2. Es wird wahrscheinlich nicht so kommen, das können wir halt komplett vergessen, aber ich darf ja noch hoffen dürfen, ja? In einem Jahr, wo nichts rauskommt und nichts angekündigt wird, außer es sind Shadow Drops. Hauen Sie rein und bei, ich bin weg. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es in die Comments. Lassen Sie gerne einen Daumen da oben da, wenn es Ihnen gefallen hat. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal.